Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Neuzugänge aus dem Monat Juni für euch. Dafür, dass ich im Juni Geburtstag hatte, sind es gar nicht mal so viele Neuzugänge geworden, sondern 2, 3, 4, 5, 6 Bücher, die hier eingezogen sind. Ich habe zwar noch 2 vorbestellt, aber die werden beide erst im Juli kommen. Deshalb zeige ich die euch eben auch erst im Neuzugänge-Juli-Video. Ich versuche heute nicht lang um den heißen Brei herumzureden, wie ihr es vielleicht ein bisschen hört. Meine Stimme ist nicht ganz da, bin mal wieder ein bisschen erkältet und meine Stimmbänder waren gestern gar nicht da. Deshalb ist gestern das Video auch nicht hochgeladen worden. Normalerweise habe ich ja meinen 3-Tage-Rhythmus, aber es wäre gestern einfach nicht gegangen und deshalb kriegt ihr das Video eben einen Tag später. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ersten Video und hoffen, dass die Stimme da bleibt. Mit dem ersten Video, mit dem ersten Buch und hoffen, dass die Stimme da bleibt. Und das erste wäre A Tempest of Tea, ein Hauch von Tee und Blut. Ich habe das Buch hier bei uns in der Buchhandlung gekauft, weil ich mal wieder von Evie und Lou gebookfluenced wurde. Die haben das nämlich entweder... Evie hatte es in der Story und Lou hatte ich mit FaceTime angerufen und da war sie gerade in der Stadt beim Eisessen und hat gesagt, ich habe mir gerade ein Buch gekauft und hat mir das Buch hier gezeigt. Und da dachte ich mir so, die zwei haben das. Das klingt für mich auch sehr, sehr gut. Ich gehe mal runter in die Stadt gucken, ob sie es auch haben. Und dann hat Lou mich zurückgerufen, weil sie gesagt hat, ja, ich melde mich, wenn ich aus der Stadt zurück bin. Und dann war ich gerade auf dem Weg bei uns in die Stadt. Ich wohne ja gerade hier Luftlinie 50 Meter. Und habe mir eben dann das gleiche Buch gekauft. Ja, wir haben aber immer noch nicht mit dem Buddyread gestartet. Und ja, ich muss mal nachhören, wann wir das denn gedenken zu tun. Und jetzt erzähle ich euch noch, um was es im Buch geht. Aber zuerst muss ich den Sticker hier abmachen. Ich weiß nicht, warum Bücher in der Buchhandlung unbedingt noch so riesen Sticker drauf brauchen. Der kommt direkt hinter Spiegel-Bestseller-Sticker. Genauso nervig. Und mittlerweile auch BookTok Make Me Buy It Sticker. Die gehen mir auch auf den Keks. Aber ja, jetzt kommen wir zum Klappentext. Die Straßen von White Roaring gehören Artie Casimir, kriminelles Superhirn, Weise und Sammlerin von Geheimnissen. In ihrem luxuriösen Teehaus empfängt die Weise Artie Casimir tagsüber die Reichen der Stadt und gelangt dabei an so manches brisante Geheimnis. Nachts jedoch verwandelt sich die Teestube in ein illegales Bluthaus für Vampire, die von den Einwohnern des Landes Etenia ebenso gefürchtet wie verachtet werden. Doch als ihr Teehaus bedroht wird, bietet ein geheimnisvoller Fremder Artie einen Deal an, dem sie nicht widerstehen kann. Sie soll ein Buch aus dem Arterium stehlen, der verführerischen Unterwelt Etenias, die von mächtigen Vampiren beherrscht wird. Zusammen mit ihrem engsten Vertrauten Jin stellt Artie eine ungleiche Crew zusammen. Doch nicht alle sind auf ihrer Seite und plötzlich findet Artie sich inmitten einer Verschwörung wieder, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Jetzt wollte ich euch gerade das nächste Buch zeigen und habe festgestellt, dass ich das Falsche gegriffen habe. Ich hatte nach Glimmer gegriffen, den zweiten Band der Glimmer-Reihe, aber wollte eigentlich dieses hier aus dem Regal ziehen. Beides lila. Ich war irgendwie kurzzeitig verwirrt, jetzt weiß ich schnell holen. Ja, Antonia Wesseling, Inside, dein Leben gehört mir, durfte auch Anfang des Monats einziehen, zusammen mit einem anderen Buch hier im Stapel. Ja, hab's auch hier vor Ort in der Buchhandlung gekauft. Ich versuche ja, so viel wie möglich hier vor Ort zu kaufen und die kleinen Läden hier in der Stadt zu supporten. Ich mag Antonia sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon 2, 3 Bücher von ihr gelesen. Ich finde sie als Person sehr sympathisch und ja, das Buch hat mich einfach angesprochen, schon damals, als sie es vorgestellt hat. Und ja, bei Instagram habe ich das auch so ein bisschen verfolgt, was sie so darüber erzählt hat. Aber irgendwie hatte ich es nie so auf dem Schirm, dass ich es mir vorbestelle oder allgemein bestelle. Jetzt habe ich es im Laden gesehen und habe es mitgenommen und bin gespannt, was mich erwartet, weil es ja eigentlich gar nicht so meine Main Zone ist. Also ich bin ja eher so bei Fantasy, Romantasy, New Adult und das hier geht so ein bisschen in die Crime, Psycho, Thrill Richtung. Warten wir es mal ab. Wenn ihre Welt zerbricht, wem kann sie trauen?
Valerie Sophie ist eine der beliebtesten Influencerinnen Deutschlands. Da sie dafür einige Abgründe überwunden hat, weiß kaum jemand. Und das soll auch so bleiben. Als ein Stalker in ihr Leben tritt, der droht, ihr kleines Geheimnis zu verraten, gerät ihre Welt ins Wanken. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Paul, einem ehemaligen Mitschüler, der inzwischen Polizist ist, und verspricht, ihr zu helfen. Dabei kommen sie sich unerwartet nahe. Was Paul allerdings nicht ahnt, ist, dass auch er nur einen Teil der Geschichte kennt. Dass das nächste Buch hier eingezogen ist, ist kein großes Geheimnis. Das habe ich euch nämlich schon in meinem letzten Video erzählt. Court of Ice and Ash ist der zweite Band der Broken Kingdom-Reihe von L.J. Andrews. Und ich habe Band 1 super gerne gelesen. Ich habe auch wieder die Edition mit dem einseitigen Buchschnitt bekommen. Das ist ein Rezensionsexemplar, das ich vom Bloggerportal zur Verfügung bekommen habe. Vielen Dank nochmal hierfür. Das vergesse ich in den Videos ganz, ganz oft, einfach mal Danke zu sagen für die Rezensionsexemplare, die ich lesen darf. Ja, Band 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es geht fortlaufend weiter nach dem Cliffhanger aus dem ersten Band und ich werde euch natürlich auch den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil es eben eine fortlaufende Reihe ist und ich euch mit dem Klappentext hier etwas spoilern würde. Eine rebellische Adelige, ein verfluchter Feind, eine verbotene Liebe, die ein Königreich zu Fall bringen wird. Der Auftakt der heißen Fae-Fantasy-Saga für Erwachsene. Und das kann ich auch so unterschreiben. Vor langer Zeit stahlen Elise Vorfahren dem Fae-König die Krone. Jetzt ist es Elises Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre Familie den Thron behält. Und zwar durch eine gute Partie. Das Problem ist nur, dass die junge Adelige sich lieber in Spielhallen herumtreibt, statt auf Bällen zu tanzen. Deshalb wird Elises Zukunft in die Hände des mysteriösen Mitgiftunterhändlers Legion Grey gelegt. Er schürt ihren Zorn sowie eine verbotene Leidenschaft. Und er trägt ein Geheimnis in sich, das nicht nur Elises Starrsinn in die Knie zwingen könnte, sondern das gesamte Königreich. Von dem nächsten Buch verspreche ich mir sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass hier sehr viel Humor mit verarbeitet wurde und auch ein bisschen schwarzer Humor. Es ist auch so ein bisschen ein Stilmix. Also es ist so ein Mix aus Crime, Thrill, aber auch Fantasy-Elementen. Ich rede natürlich von Assistant to the Villain von Hannah Nicole Mehrer. Nur die Guten sterben. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich finde das Cover auch sehr ausdrucksstark. Also es hat sehr viele Crime und sehr viele Fantasy-Elemente auch mit drin. Bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe die Edition mit dem einfarbigen Buchschnitt. Und ja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich habe tatsächlich noch gar nichts zum Buch auf Bookstagram gelesen oder gehört. Normalerweise ploppt das ein oder andere Buch ja mal auf und man liest sich dann ja auch die Meinung dazu durch. Aber hier habe ich tatsächlich noch absolut keine Ahnung, wie es in der Bookbubble angekommen ist. Aber ich werde euch natürlich berichten, sobald ich es gelesen habe. Schurke sucht loyale Assistentin, exzellente Bezahlung, Aufgaben, Büro- und Verwaltungstätigkeiten, Unterstützung des Teams beim Verbreiten von Angst und Schrecken. Seit Evie Sage als persönliche Assistentin des im ganzen Königreich Renedorn gefürchteten Schurken arbeitet, hat sie sich sowohl an den Anblick abgetrennter Köpfe als auch an die durchdringenden Schreie aus der Folterkammer gewöhnt, die sie erwarten, wenn sie ihrem Boss morgens den Kaffee bringt. Ihrem unverschämt attraktiven Boss, der Evies Herz gehörig zum Flattern bringt. Als sie herausfindet, dass eine fiese Verschwörung gegen den Schurken im Gange ist, ist sie fest entschlossen, ihren Chef zu retten und entdeckt dabei bisher ungeahnte Talente in sich. Das nächste Buch war Teil einer Chest of Fandoms Bestellung und ich habe die Reihe ja irgendwann mal angefangen, also den ersten Band, hatte dann aber nur Band 2 zu haben und dachte so, nee, wenn du jetzt Band 2 liest, dann willst du auch wissen, wie es weitergeht und dann willst du Band 3 haben. Zeitgleich wurde diese Sonderedition bei Chest of Fandoms vorgestellt und dann dachte ich mir so, nee, bevor du dir jetzt nochmal eins der Bücher mit den hässlichen Covern kaufst, die waren halt so gelb, blau, rot, die haben mir gar nicht gefallen, wartest du einfach, bis alle drei davon erschienen sind, was nun geschehen ist und dementsprechend habe ich mir eben auch die drei Hardcover-Sondereditionen mit diesem Farbschnitt, den ich aber tatsächlich in dem Fall nicht gebraucht hätte, aber jetzt bekommen habe, ja, bestellt. Und natürlich werde ich euch auch hier den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil es auch, wie bei Lena Kiefer üblich, eine fortlaufende Reihe ist.
Kenzie ist nicht begeistert, ihr Designpraktikum in den schottischen Highlands zu absolvieren. Doch als sie dem jungen Erben einer Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt es ihm nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken. Denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als Lyle selbst, wie verhängnisvoll eine Beziehung mit ihm für sie enden könnte. Ich habe es tatsächlich gelesen und kann euch gar nicht mehr sagen, wie es ausging. Deshalb werde ich vermutlich Band 1 auch nochmal rereaden und dann mit Band 2 und 3 weitermachen. Und last but not least durfte gerade heute ein neues Buch einziehen. Ich habe es heute Morgen bei uns auch in der Buchhandlung gekauft. Und zwar ist das Throne of the Fallen. Das ist ja das Spin-off zur Kingdom of the Wicked-Reihe. Tatsächlich habe ich bei Kingdom of the Wicked, ich muss gerade gucken, wo sie sind. Wo habe ich sie denn hingestellt? Das ist eine gute Frage. Ah, ich habe sie quergelegt. Ja, da habe ich nämlich erst Band 1 und 2 und den dritten noch nicht, weil ich unbedingt den Originalfarbschnitt wollte und jetzt überall auf der Suche bin nach Band 3 mit Farbschnitt. Also nicht Bücherbüchse, nicht Chess of Fandoms, der ganz normale Farbschnitt. Aber ich dachte mir, das hier ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Bevor ich das jetzt nicht mehr kriege mit dem Erstauflagenfarbschnitt, nehme ich es mir jetzt mit. Und ja, irgendwann, wenn ich die Reihe dann endlich mal abschließen kann, werde ich dann auch das Spin-off dazu lesen. Band 1 und 2 haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den Schreibstil der Autorin und ich mag auch die Protagonisten sehr, sehr gern. Weil es auch so eine Enemies-to-Lovers-Geschichte ist, das mag ich ja ganz gern. Und dann werde ich natürlich auch, wenn ich das beendet habe, dieses hier anfangen. Es gefällt mir viel zu gut, ein Sünder zu sein, um jemals zu einem Heiligen zu werden. Ein Höllenfürst zu sein, bringt einem viele Namen ein. Der Fürst des Neids hat besonders viel davon. Frevler, Schurke, Sünder. Envy stört es nicht, denn er weiß selbst, dass er kein Heiliger ist. Das merkt auch die Galeristin und Kunstexpertin Camilla schnell, als sie sich für die gefährliche Suche nach einem Kunstobjekt notgedrungen von ihm engagieren lässt. Beide finden sich auf einer abenteuerlichen Reise wieder, die über schillende Dämonenhöfe bis ins sinnliche Reich der Vampire führt. Dabei müssen Envy und Camilla versuchen, der gefährlichsten Falle von allen auszuweichen, der Liebe. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Monat Juni bei mir einziehen durften. Wie gesagt, es sind noch ein paar vorbestellt, die werde ich euch dann im nächsten Video, also im Neuzugänge-Juli-Video vorstellen. Das war's jetzt von mir. Ich packe euch alle Bücher wie immer unten in die Infobox. Wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!